Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Info-News vom oder aus dem STS Software Blog. STS hat jetzt hier ein bisschen eine neue News rausgehauen und verkündet, was jetzt hier alles so Neues kommt. Beziehungsweise sie lassen uns noch mal ein bisschen hinter den Kulissen schauen, bevor das STS Baltic Sea online geht, ne? Also, ich schätze mal so Ende des Jahres. Gehe ich mal davon aus, dass es kommen wird. Ich habe auch schon was gesehen Ende November, aber das mag ich zu bezweifeln. Ich glaube, es kommt im Dezember irgendwann. Aber wir werden es ja sehen, ist ja egal. Ist jetzt eh nicht mehr. Wir haben eh schon fast bald Mitte November, also von dem her, so lange ist er ja jetzt eh nicht mehr, ne? Aber dieses Jahr, glaube ich, kommt es noch. Nichtsdestotrotz wollen sie uns wieder ein bisschen Einblicke zeigen von Städten und Umgebungen und ein paar Sehenswürdigkeiten. Die wollen wir uns heute hier mal anschauen. So, wir können hier natürlich eine große Kirche sehen. Ich muss ganz ehrlich sein, und dann dürft ihr mich böse sein, aber ich kenne mich da oben überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, welche Städte da oben sind. Hier steht irgendwas von Nava, keine Ahnung, ich habe keinen blassen Schimmer. Deshalb lasst uns einfach die Bilder angucken, einfach mal so die Details anschauen und dann ja, uns drüber freuen. Was ich schon mal ganz cool finde, ist hier. Haben wir hier zum Beispiel so eine kleine, ich sehe es zwar hier eine große Kreuzung. Ich hätte erst gedacht, das ist ein ganz normaler Zebrastreifen. Ist ja auch einer, aber hier ist eine Ampel und hier ist auch eine Ampel. Das ist einfach, wie man es halt so kennt, bei Fußgängerüberwegen, da ist eine Ampel, da ist eine Ampel. Und nicht nur direkt bei einer Kreuzung, aber hier ist noch eine Kreuzung mit integriert. Und ja, hätte erst gedacht, hier ist ein ganz normaler Fußgängerüberweg, der hier und da mal umschaltet. So, was haben wir hier? Das sieht nach einem Flughafen aus. Hier steht nämlich ein Jumbo-Jet. Ein paar Autos und ja, müsste ein Flughafen sein, wo auch immer, weiß ich nicht. Boah. Hier große Werbeplakat, hier mit LED-Ding. Wird bestimmt noch ganz witzig werden, weil bestimmt das nicht allzu lange dauern wird. Dann kann man hier seine eigene Werbung vielleicht hier hineinskinnen oder durchlaufen lassen. Das kommt bestimmt als Mod mal. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass sowas kommen wird. Sieht aber auf alle Fälle cool aus hier, ne? Hier irgendein Kreisel. Ich habe keinen Plan, wo das sein soll. Irgendwo im tiefsten. Schlag mich tot. Hier genauso. Sieht aber alles schön aus. Auch hier die Häuser, hier die kompletten Texturen davon. Sieht auch sehr gut aus. Hier irgendein Fluss oder so. Ja, ist schon nicht schlecht. Und hier natürlich alte russische. Ist das ein Lada? Das müsste ein Lada sein, ne? Sieht auch gut aus, ja. Im Mai-Verkehr. Auch das Gebäude hier. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Theater. Endler Theater. Wer weiß, wo das ist. Ich kenne es nicht. Ich sage ja, ich bin einfach da zu weit weg. Also von da oben. Also das ist so weit weg. Da biegt sich der Kompass, wenn ich da hochfahre. So weit weg ist es von mir. Aber nichtsdestotrotz sieht es cool aus. Hier auch diese Strommasten hier. Sieht richtig schön realistisch aus. Macht gut was her. Hier ist noch eine Kirche oder irgendwie sowas, was es sein soll. Keine Ahnung. Das finde ich jetzt natürlich noch richtig cool hier. Hier kann man ja diese Straßenbahn sehen. Dies finde ich ganz stark. Da bin ich mal gespannt, wie sich der AI-Verkehr, gerade beim Kreuzungsverhalten, wenn hier der AI-Verkehr rausfährt, hier so mal rüber links, wie er sich verhalten wird, wenn er hier die Straßenbahn kommt. Ob es da nicht zu Kollisionen kommt und. Das wird bestimmt sehr interessant und sehr witzig, ne? Da freue ich mich schon tierisch drauf. Aber ansonsten sehr, sehr schicke Bilder, die uns STS hier zukommen lässt, bevor es eigentlich so in den Endspurt geht hier, ne? Auch mit den ganzen Blumengedöns hier. Sieht alles sehr, sehr, sehr toll aus, ne? Muss man schon mal sagen. Gefällt mir persönlich sehr gut. Sie lassen hier natürlich wieder nicht durch die Blumen gucken, wann es online rauskommt. Aber wie schon gesagt, ich glaube Ende des Jahres. Sie zeigen uns hier neue Vorschaubilder. Und ja. Aber die Bilder sind wirklich gut geworden und ja, da würde ich sagen, freuen wir uns auf alle Fälle drauf, wenn es DLC rauskommt. Ich werde diesen Blog hier natürlich wieder in der Beschreibung mit unten reinpacken. Könnt ihr selber noch ein bisschen anschauen. Das ist nämlich der German STS Fan Blogspot. Da sind die gleichen Beiträge wie hier im STS Software Blog, bloß halt schon in Deutsch komplett übersetzt. Und natürlich auch zeitnah. Das heißt, wenn hier ein Eintrag kommt, ist es hier drüben genauso online. Und natürlich auf Deutsch mit den gleichen Bildern und und. Auf alle Fälle die Seite hier verlinken, wie auch immer. Ja. Gut. Dann war es eigentlich auch schon von mir. Hier steht hier nochmal, later this year. Ich habe es, wie schon gesagt, schon mal was von November gesehen. Ende November, ob das so stimmt. Müssen wir abwarten. Aber ich sag, wir freuen uns drauf auf das neue DLC. Und ja.
Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Falls ihr noch Informationen zum DLC, zu den DLCs habt, dürft ihr das gerne kommentieren. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und allzu gute Fahrt. Bis bald, macht's gut und ciao.